Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Echoes of Mana. Wir befinden uns inmitten von Kapitel 6 und somit auch die nächste Story-Quest. Junge und Medium. Rein geht's. Wir haben letztes Part Keltrick kennengelernt. Den Helden aus Dawn of Mana. Der Aufstieg des Manas. Der Anfang der Mana-Timeline sozusagen. Und ja, da hat sich gewundert, warum seine Hand voller Efeu ist. Ja, das ist irgendwie ziemlich lustig und so. Findet er auch nicht so schlimm hier. So. Hat er gesagt zumindest. Scheint, als wäre dort jemand. Oh, ist das Rizia? Oh, das ist Rizia. Endlich habe ich sie gefunden. Rizia, was bist du da einfach so verschwunden? Ich habe mir Sorgen gemacht. Kirito hat mir bei der Suche... Hey, Rizia, was machst du da? Ich habe auf dich gewartet, Medium. Der Tag ist gekommen, das Versprechen aus alter Zeit zu erfüllen. Wenn jemand Böses redet. Warum antwortest du nicht? Nein, warte! Rizia! Wie oft im Let's Play übrigens Rizia schreit, das war übertrieben. Also im Spiel. Rizia! Ich kann es immer noch hören. Ich höre es immer noch. Wo sind die beiden hin? Oh. Und schon wieder... Verschwinden wir? Oder was passiert jetzt hier wieder? Wo sind wir denn diesmal gelandet? Ich habe das Gefühl, dass die Welt immer wird immer eigenartiger. Die Musik sagt mir jetzt erstmal gar nichts. In welchem Teil sind wir jetzt gelandet? Wir waren jetzt in Legend of Mana mit Elazul und Co. Dann waren wir jetzt bei Keltrick, bei Dawn of Mana. Und wo sind wir jetzt gelandet? Die Musik sagt mir jetzt gerade, im Moment sagt mir die Musik so jetzt per se nichts. Werden wir es herausfinden? Wir werden es herausfinden, hoffentlich. Der Kuddelmuddelweg. Was ist denn der Kuddelmuddelweg? Kuddelmuddelweg. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Mir sagt das gerade im Moment gerade gar nichts. Aber hey, ist auch mal schön, was Neues zu sehen. Kuddelmuddelweg. Das ist auch so ein deutsches Wort, ne? Das ist auch so ein deutsches Wort, Kuddelmuddel. Gibt es dafür eine englische Variante? Ich glaube nicht. Haben sie vielleicht eventuell die beiden Welten gleichzeitig verbunden? Das kann natürlich sein. Wow, die machen auch viel Schaden. Ah, die Musik gefällt mir. Kuddelmuddel wahrscheinlich einfach ein Durcheinander. Wahrscheinlich Legend of Mana und Echo und Dawn of Mana zusammen. Weil Dawn of Mana startet ja das Spiel quasi mit Keltrick in Dings im Wald und dann gehen die ja zusammen in die Höhle, ne? Dawn of Mana spielt sich halt auch komplett im Heiligtum des Mana-Reiches ab. Also beim Mana-Baum, bevor es versiegelt wurde in Schild of Mana. 10 Jahre später. Und Legend of Mana spielt sich 900 Jahre nach den anderen Ereignissen alle ab. Also quasi prallen hier, also würde ich sagen, prallen hier das Ende der Mana-Timeline mit dem Anfang der Mana-Timeline zusammen. Gut, das Ende kannst du natürlich nicht sagen, aber relativ das letzte Spiel in der Mana-Timeline prallt mit dem Anfang der Timeline zusammen. Ziemlich lustig. Bis jetzt war ich schon in so vielen Echo-Welten, aber ich glaube, nirgends war es so ein Mischmasch schon voller Flicken wie hier. Wo bin ich eigentlich? Kann von irgendwo jemand Wein hören? Wer? Wer? Jetzt bin ich neugierig. Wer weint da? Da werden wir wohl ein Slayer fahren. Bin auf jeden Fall sehr neugierig. Komm, lass mich weitermachen. Ja, gib mir her. Ja, gerne doch. Ich nehme alles. Ich packe mir alles in den Sack und laufe damit zum nächsten Shop. Oder zum nächsten Level-Session-Dingens. Gdöns. Ihr wisst Bescheid. Jetzt aber gerne mal. Ich würde wissen, wer da weint. Ja! Danke. Schluchzendes Echo. Echo. Ich will mir Echo sagen. Ich sehe da rechts einen Teddybär. Ganz klein. Seht ihr das auch? So durchsichtig. Kann es natürlich sein, dass eines der Kinder ganz am Anfang des Spiels da weint. Also ganz am Anfang von Kapitel 6.
Da haben wir sich ja zwei kleine Kinder unterhalten. Alles sehr kompliziert, ne? Aber hey. Wir werden hoffentlich irgendwann die Erleuchtung finden. In Form von Informationen. Aber ich mag die Musik hier. Battle Start. Die hört sich so schön wirr an. So verrückt. Gefällt mir. Warum sind jetzt so viele von diesen Viechern? Das gefällt mir nicht so wirklich. Sumo, hinter dir. Gar nicht. Oh, jetzt bin ich. Priest ist tot. Es wurde besiegt. Geh doch einfach weiter. Gut, dann spiel ich halt Duran, ne? Der ist ja auch nicht ganz verkehrt. Der kann auch austeilen. Immerhin will er der mächtigste Ritter aller Zeiten sein und werden. Da muss er doch können. So. Sumo hat auch schon kassiert, aber der Sumo kann sie immerhin heilen, ne? Das ist halt so ein bisschen Nachteil, ne? Dass wir halt Duran so Nahkampfangriff haben. Nahangriff machen können. Während Ries ja halt auch mit dem Tornado halt auch schon das ganze Feld aufräumen kann, ne? Komm, tötet den doch jetzt. Danger! Danger! Ich freue mich. Was ist Danger? Was ist so Dangers wert? Danger, Danger. Irgendwas da oben. Oh, guck mal, was sehen wir da? Da ist das Mana-Stein am Anfang aus Schild aus Dawn of Mana. Der zerbricht auch in Schild of Mana auch. Das hat eine sehr prominente Rolle. Das steht inmitten vom Dorfzentrum. Das war das, was wir sehen. Laufen halt einmal komplett Tablett rum, ne? Ich meine, hey, warum nicht? Lieben wir alle. Wow, Sumo kann es auch halt bald nicht mehr aus. Wow, das ist wirklich stark. Ah, komm. Oh. Ich hab's irgendwie doch gerade geschafft. Da ist der Mana-Stein. Der Mana-Stein am Anfang, den man im Dorn auf Mana trifft. Davor Ritzir steht davor. Und in Schildern auf Mana steht dieser Stein mitten im Dorfzentrum. Auch ziemlich cool, dass man den auch noch findet hier. Wo sind denn Keltrum und Ritzir nur hin? Elas und Perle sind auch nicht mehr da. Normalerweise ist Merino immer bei mir. Blöde Dema. Die Stimme ist näher als vorher. Das war wirklich. Das war schlecht. Das war schlecht von mir. Bin ich nicht stolz drauf, um ehrlich zu sein, aber hey. Ist ja nur so die Story, ne? Wir spielen sie das erste Mal. Alles andere hole ich irgendwann nach. Und zwar nicht im Let's Play, aber hey. Das hat sich gereimt. Das war es auch wieder unbewusst. Okay, Bosskampf. Hinter der Sackgasse. Wen habe ich da gerade gesehen? Ich weiß es nicht. War das das Auge? Dieses Medusa-Auge aus Legend of Mana? Das war einer der früheren Bosse. Ich konnte nicht so lange darauf achten. Weil ich schon direkt weiter vorgehen wollte. Jetzt gib den Boss, Alter. Gib mir den Boss. Ich will dieses Auge töten. Wenn es das Auge war. Legend of Mana hatte auch sehr viele Bosse, die auch sehr cool waren. Aber allerdings ist das Spiel halt zu einfach, ne? Ja, ist doch das Auge. Ne, ist ein anderes. So, ihr seid ja dem ähnlich. Hi. Hoffentlich bist du genauso einfach wie Legend of Mana. Oh, das scheint nicht so. Gut, dann wird... ich hoffe, du kannst da nicht versteinern.
So, steh auf! Ries, Ries! Wäre jetzt schon schade, wenn du jetzt sterben würdest. Ich wurde wieder geheilt. Sumo! Weißt du was, du kannst einfach mal Ries heilen. Danke. Soll nochmal ein Special. Zack. Einfach aufballern, was geht, nicht wahr? Jetzt solltet ihr raus, danke. So. Na komm, du fettes Auge. Ja. Wenn ich jetzt letztens noch mal da gespielt hätte, hätte ich ihn mir einfach auf die Schulter gepackt und hätte einfach eine Batista-Bomb gemacht. Okay, Cody, da kam ich nicht weg. Du ran. Du weißt, was zu tun ist. Schön, die Verteidigung schwächen. Eigene Verteidigung stärken. Hinne. Und dann Angriff. Ringstrahl. Ah, nicht. Das tut weh. So, jetzt nochmal das Special raushauen. Oder auch nicht. Hat Sumo erwischt. Steh auf ihr, come on. Duran. Yeah. Also bis jetzt kann man eigentlich relativ gut durch, nicht wahr? Wirklich jedes Mal, wenn ich die Special aktivieren will, ne? Dann trifft er nicht. Das war's. Mach mal, ich hab den hier. Wow. Na? Wieso kann ich keine Magie einsetzen? Oh, nice. Das hat mir gefallen. Hat er das versiegelt oder so? Scheint das versiegelt irgendwie zu haben. Ich kann keine Spezialfähigkeit einsetzen. Ist das ein Bug oder wäre das uns versiegelt? Oh, come on, please. Ich dachte, ich könnte die Kugel... Ah, jetzt kann ich sie nach. Ach komm, please. Nice. Schön. Fortsetzen, ja. Ja. 50 Geister, das Teil ist mir egal. Hauptsache, wir kriegen die down, ne? Ich würde gerne wechseln. Ich kann nicht mehr wechseln, was ist das hier? Egal, da haben wir zu drauf. Komm, Spezial. Nice. Oh, cool. Ich meine, wir machen ja viel Schaden, aber das ist halt schon irgendwie unfair. Immerhin hat eine Geisterkristalle, zum Glück. War halt auch nicht wieder so. Habe ich mich auch wieder nicht mit rumbekleckert, nicht wahr? Ja. Aber so ist das nun mal. Wir sind Zwillinge, deshalb. Scheint, als würde die Stimme von dort kommen. Sieht nach einer Sackgasse aus. Haben wir gedacht, Kido. Okay, ich wollte weitergehen. Ob ich wohl weitergehen sollte? Solltest du. Äußerst mysteriös. Wo sind wir gelandet? Ja. Zeigt es mir auch noch, wie schlecht ich war. Ey, Sumo ist Max und Popoy. Außerdem auch Max. Aufs Maximum gelevelt. Die können immer stärker werden. Was das Level angeht. Zurzeit.
Sollte ich mal deren Ausrüstung mal auch langsam verbessern, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum eigentlich Reese eigentlich noch höher leveln kann. Eigentlich müsste das Maximum Level auch Level 70 sein, aber irgendwie geht die noch höher. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nichts gemacht, Leute. Nichts, dass ich nicht, dass ich was wüsste, nicht, was ich wüsste. Okay, das können wir noch machen, ne? Folge ihrer Stimme. Ist ja nur so ein Bild. Was ein Stück von Bild, was da fehlt. Dementsprechend habe ich mir gedacht, so komm, wenn das jetzt Kapitel jetzt damit vorbei ist, ist es damit vorbei. Das freut mich sehr, denn. Interaktion und Multiplayer. Ja, Multiplayer bin ich nicht so ein Fan von. Wer ist da? Hey, ist die Frisur deine Eigenkreation? Ich denke schon. Dem hatte ich geschickt, so. Sie weint bestimmt. Tut sie nächstes Jahr kein Kind mehr. Wenn ich alleine nachdenken will, komme ich her. Ist doch schön hier, oder? Kann ich dir etwas erzählen über uns, dem Mana-Stamm? Wenn der Mana-Baum verdorrt und die Welt dadurch in Gefahr gerät, ist ein Mädchen des Stammes dazu bestimmt, der nächste Mana-Baum, die Göttin zu werden. Dema und ich sind zwar Zwillinge, aber da Dema die Ältere ist, wurde sie dazu ausgewählt, die Göttin zu werden. Der Tag, an dem sie zu Göttin wird, wird vielleicht niemals kommen oder vielleicht ist es morgen schon soweit. Deshalb will ich mich eigentlich gar nicht mit ihr streiten. Na, nein, das stimmt nicht ganz. Ich würde mich gerne mal richtig mit ihr streiten, das hat heute aber auch wieder nicht geklappt. Dema sagt immer zu mir, dass sie sich nicht einsam fühlen wird, wenn sie die Göttin wird, weil ich ihre andere Hälfte in der Welt danach weiterlebe. Ob sie das wirklich glaubt? Für mich hat sie das angehört, als würde sie schwindeln. Denn wenn man seine wahre andere Hälfte an seiner Seite hat, entscheidet man nicht einfach so alles selbst. Dema schultert alles alleine, um mich zu beschützen. Das macht mich sehr einsam. Was würdest du machen, wenn deine andere Hälfte einfach so wichtige Dinge alleine entscheiden würde? Ich würde wohl das Gleiche tun. Ich? Das Gleiche tun? Haha, da wird Dema vielleicht verstehen, wie ich mich fühle. Also so ist nicht gemeint. Ich würde das Gleiche wie du tun. Mir Sorgen machen und so weiter. Wie seltsam, dass wir diese Art von Unterhaltung führen, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Nona, bist du also doch hier? Oh, Diospyros, was ist das? Was ist? Diospyros? Wer bist du denn? Was ist? Ich habe gehört, dass du einfach so abgehauen bist. Also bin ich gekommen, um dich heimzubringen. Wer ist das? Abholdienst Nummer 1. Ach, beachte mich einfach nicht. Selbst wenn du es sagst. Ich durfte ein bisschen mit Dema lässt, denn stimmt's oder habe ich recht? Ich weiß noch nichts über euren Streit, aber was meinst du? Aber das meinst du sicher nicht so, oder? Dema hat sich Sorgen um dich gemacht. Ich weiß, tut mir leid. Na los, lass uns schnell heimgehen, solange es noch hell ist. Hier in der Nähe gibt es Monster. Diospyros, du bist wieder coole Schwertkämpfer, von dem Dema erzählt. Was? Wovon redest du? Nichts, lass uns gehen, ich hab Hunger. Wer war das? Wer sind die? Mal ein Mana-Volk. Mana-Stamm. Danke, dass du mir vorhin zugehört hast. Ich glaube, ich habe das verstanden. Wir sind Zwillinge und die Hälfte des anderen. Aber Dema ist Dema und ich bin ich. Deshalb können wir uns gar nicht zu 100% perfekt verstehen. Aber trotzdem ist Dema mir unglaublich wichtig. Das wird sich wirklich niemals ändern. Nee, wird sich ja nicht ändern. Kito, du bist auch du selbst. Ich hoffe, das, was du tun willst, ist das Richtige. Ich weiß nicht, ich denke schon. Das, was ich tue, ist, denke ich, für mich immer meistens das Richtige, ja. Alles okay? Wer bist du? Was meinst du? Ich bin du und du bist ich. Wer bin ich? Ach komm, Mann, jetzt mach nicht diesen hier. Heute fragst du nur komische Sachen. Du bist Kilto. Schau, es ist eine neue Frucht gewachsen. Irgendwie habe ich eine vor und dass es diesmal anders wird als sonst. Was mit dieser passieren wird, spannend, oder Kilto? Oh ja, ich bin sehr heiß drauf zu erfahren, womit es weitergeht. Welches Spiel... Oder welche eigene Story werden wir bekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Ich würde mich aber sehr freuen, jetzt das zu erfahren. Ne? Ich habe so Bock drauf. Ich bin so heiß drauf, das zu wissen. Eigentlich haben wir ja alle Spiele schon fast durch, Leute. Eigentlich haben wir schon alle Spiele durch, die es eigentlich gibt. Erstabschlussbohnung. Ja, okay, wir kriegen noch nicht. Das schöne ganze Bild haben wir noch mal gekriegt. Abendlichen Hügel. Erstabschlussbonus und...
Will 6-2, aber... Nur eine extra Quest? Müssen wir die machen? Ich glaube, dann schalten wir erst Kapitel 7 frei, oder? Ja, komm, hau rein. Komm, machen wir noch. Ballern wir jetzt rein. Ballern wir jetzt noch hier rein. Komm, ein Partner geht lang genug. Ballern wir noch rein. Vielleicht kriegen wir dann erst das nächste Kapitel. Extra Quest. Yay. Ist ein bisschen längerer Part, Leute, aber hey. Noch ist nichts passiert. Keine Abstürze. Oder? Ich weiß es nicht. Komm mal, Full-Auto, mir egal. Wow, die machen aber so unfassbar viel Schaden hier, Alter. Ich sollte unbedingt mal die Ausrüstung verbessern. Das muss ich unbedingt mal verbessern. So. Das sind ganze drei Felder, ne? Ganze drei Felder sind das. Level 2 von 2, sehr gut. Jetzt dürft ihr angreifen, komm. Wumski! Das ist so, ich finde das viel zu übertrieben. Stark einfach. Wenn ich jetzt nur so eine hohe Verteidigung hätte, nicht wahr? Das wär's. Das ging schnell. Komm, da unten ist ein Bild von Kilto, was da rumfliegt. Das sind beiden Puppen, die wir auch schon gesehen haben am Anfang von Kapitel 6. Na, am Ende bleiben es ist halt so Mana oder so RPG-typisch, müssen wir uns sowieso in so eigener Meinung da zusammen basteln. So. Komm, jetzt noch eine extra Quest. Ich würde schon gerne Kapitel 7 irgendwie sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde schon sehen, dass ich das jetzt machen kann. Also extra Quests sind halt irgendwie nur Zeitverschwendung, wenn du halt die Story machen willst. Dann kannst du auch direkt in die Trainingsquests rein. Ich meine, was soll das, ne? Ich meine, was soll denn das? Habe ich jetzt S-Rang geholt? Ja. Gut. Hüllen wir uns die jetzt ab. Was für eine Welt wird das sein? Oh, Mystic Quest! Tempelfrucht, jener Tag der Legende. Oh, hell yes! Das ist ein Mana-Tempel in Mystic Quest, also Final Fantasy Adventure. Da kämpft man ja auch, muss ja auch gegen so eine Drachen kämpfen. Wobei der Drache hier ist sehr lebendig. Ich glaube, er muss dann gegen so einen Knochendrachen kämpfen. Ich weiß es nicht. Oh, da freue ich mich hart drauf. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.